Meine ganzen Sachen sind von gestern noch so nass und fangen richtig an zu stinken. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Manchmal frage ich mich, ob ich ADS habe, ne? Also ich glaube, ich habe ADS. Habt ihr auch ADS? Hast du ADS? Scheiße, habe ich den da bei der Straße gelassen? Ist da irgendwas Wichtiges drin? Ja, alles. Was denn? Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich mal wieder auf dem Campingplatz hier mit den beiden Jungs und werde heute mal ins Tal reinlaufen. Mir wurde nämlich gesagt und zugetragen, dass das geil sein soll. Dementsprechend werden wir da mal hinlaufen. Gestern bin ich ja die eine oder andere Pforte durchgefahren und all meine Klamotten sind klitschnass. Auch ich, ne? Wisst ihr, was heute Nacht passiert ist? Ich musste richtig dringend pinkeln. Ich hatte eine Blasenentzündung oder so. 3-4 Mal in der Nacht bin ich einfach aufgesprungen und ich konnte gerade noch aus meinem Zelt raus, um dann hier irgendwo hin zu pinkeln. Und wisst ihr, was passiert ist? Es war so 6.42 Uhr oder so. Und ihr seht die Hütte da hinten? Da sind die Toiletten. Ich habe es nicht mehr hingeschafft, aber ich dachte so, ja, ist ja noch niemand wach. Alles easy. Und habe dann hier hingepinkelt und guck so zur Hütte hin. Und meine Augen sind im Dunkeln so schlecht, dass ich nicht richtig erkannt habe, wer das ist. Und ich dachte so, das ist Kenan. Und ich lach so, so am Pinkeln. Und der Typ, der dann halt da hinten stand, dreht sich einfach um und geht wieder rein. Ich dachte so, hä, was hast du denn für schlechte Laune? Es war einfach kein Humor mehr, aber ich habe einfach literally mitten auf dem Campingplatz gepisst und irgendwer hat mir dabei zugeguckt und ich weiß nicht, wer das war, deswegen bin ich hier ganz schnell verschwunden. Ja, das war unangenehm, schon so eine 10 von 10. Oh, was wird denn hier gemacht? Ah, diese scheiß Heringe. Hast du nicht schon gesagt, dass du drüber stolpern wirst? Ja, ich bin drüber gestolpert. Ich habe es vorher gesagt. Oh, das ist schön warm hier. Was wird das? Einfach nur... Ich bin noch am überlegen, Grießbrei oder Couscous. Oh! Darf ich dir was vom Grießbrei klauen? Oh, schlechte Laune. Wir dürfen ihm nichts vom Grießbrei klauen. Okay. Hier sehen wir mein gutes Chaos. Meine Isomatte ist so etwas belastend. Und natürlich, jetzt wenn wir nachts schon so um die 0 Grad haben, wird das Ganze doch schon deutlich, deutlich kälter. Und wenn die Isomatte, wie meine, halt so ein semi-geiles Loch hat, ja, ist die Belastung halt schon hoch, weil wenn du auch zusätzlich noch eine Blasenentzündung hast, dir wirklich kalt wird. Riech gerade meine Achsel, Mann, ich stinke einfach. Oh Mann, ist das belastend. Ja, und das hier ist das Chaos. So sieht's bei mir jeden Morgen aus. Und meine Laune ist schon so bei Null, wenn ich jetzt sehe, dass ich das alles noch aufräumen muss. Aber es ist okay. Ich freue mich sehr aufs Tal, mal zu schauen, was da hinten so abgeht. Hier. Einfach noch ein Loch in meinem Zelt, weil ich das Ding mal in die Dornen gestellt habe. Wäre auch irgendwie nicht kleiner. Aber egal, was soll ich machen? Oh, ich könnte es versuchen zu nähen oder zu kleben oder so. Keine Ahnung, werde ich mich mal ranmachen. Gut, also jetzt den ganzen Bums zusammenräumen und dann frühstücken und dann Tal angucken. Genau, vielleicht sollte ich mir das Ding mal wieder über die Ohren ziehen, damit mir warm wird. Optimal. Genau. Zum Glück musste die Milch aufgebraucht werden, weil die sonst schlecht geworden wäre. Dementsprechend darf ich jetzt doch mitessen. Und wir alle. Mhm. Kinder, wo ist dein Essen? Ja. Wow. Mhm. Genau. Und werden jetzt danach direkt ans Tal hochlaufen und dann... welche F-Straße fahren wir heute? 208 und 235. 208 und 305. 235. Wir fahren auf jeden Fall heute F-Straßen lang. Was ich an der Stelle auch nochmal sagen will, weil viele ja immer sagen, oh ja, du reist jetzt gar nicht alleine hier und da. Ja, das ist auf einer Reise so, wenn ich Abenteuer habe, die ich alleine nicht bewältigen kann, wie zum Beispiel diese Straßen. Es kann immer mal was passieren, die sind gefährlich alleine zu fahren. Da ist das gut, wenn ich Leute dabei habe und auf einer Reise, auch wenn man alleine reisen geht, er reist auch alleine, reisen alle alleine und trotzdem trifft man sich irgendwo mal und dann bringt es Spaß und dann reist man so lange zusammen, bis man sich denkt, ah, die gehen mir wieder auf die Eier und dann geht's alleine weiter. Jetzt machen wir uns auf den Weg ins Tal. Ich habe meine Kamera dabei, mache vielleicht nochmal 2, 3 Bilder von der schönen Natur hier und freue mich dann danach mit dem Bike etwas Motorrad zu fahren. Hey, guckt euch das mal an, wir sind jetzt hier ins Tal reingelaufen. Oh, Wahnsinn, ist das hübsch. Ich glaube das nicht. Auch das Wasser, wie klar das ist. Wahnsinn. Hier wurde unter anderem eine Szene für Game of Thrones gedreht, wo wir uns hier gerade befinden. Richtig, richtig schön durchs Tal hier zu laufen. Ja, ich habe halt einfach literally 45 cm Schuhe gerade an.
mittlerweile wieder am Zelt angekommen. Ich bin jetzt gerade dabei, den ganzen Bums hier zusammenzuräumen. Zahnbürste tut sich immer noch gut auf dem Boden. Optimal. Meine ganzen Sachen sind von gestern noch so nass und fangen richtig an zu stinken. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Ich werde die wahrscheinlich hinten an mein Gepäck schnüren, dass das so hinterherfliegt und dementsprechend etwas trocknen kann. Packe jetzt das Ganze zusammen, schnür das aufs Bike. Und dann auf die Straße. So, jetzt wird mein Bike hier gleich einmal aufgefüllt. Ich habe mir einen 5-Liter-Kanister gekauft. Und dann geht das Ganze hier gleich auf die F-Straße. Und dann wollen wir mal schauen, ob ich die F26 hochgefahren bekomme. Aber wird schon schief gehen. Mit dem Kanister sollte ich definitiv 280 Kilometer schaffen. Eigentlich schaffe ich es auch so, aber irgendwie vielleicht auch nicht. You never know. Nein, das ist ziemlich riskant, weil es steht drauf, dass die Harley 280 Kilometer fährt und wenn man genau 280 Kilometer kommen soll im Offroad-Bereich, zieht es immer ein bisschen mehr. Das zu riskieren, haben wir ja gestern gesehen, ist vielleicht nicht die beste Methode. Kanister ist aufgefüllt. Reise kann weitergehen. Freust du dich auf die F-Straße? Das wird mit der Harley weggeballert, ohne Probleme. Let's go! Mal sehen, ob wir es schaffen. Auf geht's! Wir sehen jetzt hier vorne, geht der Offroad-Bereich los, dort vorne. Geht der Offroad-Bereich los. Oh Mann, ey, ich freue mich. Die Sonne scheint, Laune ist am Stüssel. Und ich bin gespannt, ja, was heute so abgeht. Ich packe euch jetzt mal auf den Helm und dann wird losgeballert. Ja. Manchmal frage ich mich, ob ich ADS habe, ne? Also ich glaube, ich habe ADS. Habt ihr auch ADS? Hast du ADS? Ich weiß nicht. Ach. Wahrscheinlich, ja. Ja, er hat auch ADS. Sehr wahrscheinlich, ja. Und noch ein paar andere Sachen, die ich nicht erwähnen will. Schizophren und kleinen Penis. Und, aber er ist ja drin. So. Da hinten fährt der Gute. Einfach fährt er davon. Ich hup hier. Hup. Der Gute ignoriert mich einfach. Nein. Halb so wild, aber das hier ist doch eine etwas belastende Situation, wenn ich mir das Ganze hier angucke. Das schaut nämlich ganz gewaltig danach aus, als ob mein 5-Liter-Kanister, weiß ich nicht, die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Oh, das müssen wir einmal kurz wieder hinrichten, ne? Kann nicht so schwer sein. Nebenbei kann ich auch noch was trinken. Ach, schön. Ah ja, weiß ich auch nicht. Oh, das mache ich immer, ne? Hier mein nasses Zeug hinten ranhängen, damit es trocknet. Das hat aber lange gedauert, mein Lieber. Was heißt los? Das hat aber lange gedauert. Mein Ding fliegt ab. Ja, und den werde ich dann einmal so außen rum machen, glaube ich. Ja, weil den hier von der raus ist automatisch alles lockerer. Den ein bisschen so da rein. Boah, diese Intelligenz. Okay, und den vielleicht ein bisschen weiter noch. Schaut ja gar nicht mal so scheiße aus. Vor allen Dingen, der hier ist immer noch nicht trocken, ne? Der hängt da schon. Zum Pinkeln vielleicht gar nicht so kacke, ne? Wenn man pissen muss. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Scheiße, habe ich den da bei der Straße gelassen? Ist da irgendwas Wichtiges drin? Ja, alles. Was denn? Warum habe ich das nicht aufgenommen? Bin ich echt behindert? Ich habe meinen Pulli und so da rausgenommen. Und ich wusste, ich habe ihn nicht ausgezogen. Und ich wollte dir mein Spannset und so geben. Ach so, hä? Bist du gerade an mir vorbeigefahren, ist der ganze Shit in meinen Augen. Oh. Aber dafür ein gutes Video. Ich dachte eigentlich, du bist fertig mit dem Video. Nee, hä? Ah. Oh. Hier ist unser zweites Mitglied mit dem Dacia mittlerweile angekommen. Nummernschild ist schon abgenommen. Safety first, nicht dass das gleich wegfliegt. Und werden jetzt gemeinsam mal rüberfliegen. Was sagst du? Noch eine Drohnenaufnahme hier?
Bock hast? Ja, darauf habe ich Bock. Genau, und der lebende Beweis dafür. Oh, weil ich wollte gerade sagen, der lebende Beweis dafür, dass ich kein Team dabei habe. Aber irgendwie fühlt sich das gerade an, als ob ich mein kleines Team dabei habe. Aber ja, Leute, die ich auf meiner Reise kennenlerne, also Drohnenaufnahme ist jetzt eingespielt. Den Weg, den die gerade genommen haben, würde ich nicht empfehlen fürs Motorrad. Also mit dem Auto kannst du auch hier einfach am Rand entlang fahren. Oh, mal schauen. Und jetzt schauen wir mal, was der Content Creator da macht. Ja, macht es souverän. Souverän. Gut gemeistert. Super. Ja, mit einer Harley. Mit dem Auto? Ja, sieht doch ganz gut aus. Der Luftfilter ist bei dem Dacia-Logo. Warte, guck mich mal an. Oh, voll episch. Ich sollte Fotograf werden. Ich vermute, man sieht absolut gar nichts mehr. Mir war in meinem Leben noch nie so kalt. Alter, meine Füße spüre ich nicht mehr. Hilfe. Naja, hier unten ist der See, hier ist mein Bike, dort das Zelt. Werde den ganzen Bums jetzt zu Ende aufbauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Video. Tschö. La 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 la. Okay, jetzt wird's weird.